Herzlich willkommen bei Inside Köln. Heute machen wir einen Ausflug nach St. Andreas. Das ist die Kirche schräg gegenüber vom Dom auf der anderen Straßenseite. Sie fällt auf durch ihren hohen Vierungsturm, der von einem Fächerdach gekrönt ist. Und da sind wir auch schon mitten in der Materie, denn dieser Turm ist 50 Meter hoch. Innerhalb ist die Kirche 62 Meter lang und 27,5 Meter breit. Ursprünglich hat an der Stelle die Kirche St. Matthäus am Graben gestanden. Warum am Graben? Nun, ursprünglich lag genau an dieser Stelle die römische Stadtmauer und vor der römischen Stadtmauer war ein Stadtgraben und an diesem Stadtgraben lag die kleine Kirche St. Matthäus. Der Kölner Erzbischof Bruno, der Bruder Kaiser Otto des Großen, hat diese Kirche abreißen lassen und durch die neue romanische Andreaskirche ersetzt. Ihre Fertigstellung hat er nicht mehr erlebt. Es war dann Erzbischof Gero, der 974 die neue romanische Kirche und ihre Krypta eingeweiht hat. Freilich muss man sagen, heute können wir von dieser Kirche nicht mehr viel sehen, denn in den kommenden Jahrhunderten ist diese Kirche immer wieder gotisch erweitert worden und umgebaut worden, so dass, so wie wir sie heute erleben können, sie 1491 fertiggestellt war. St. Andreas ist die Kirche, in der es nach dem Kölner Dom natürlich am meisten zu sehen gibt. Schon im Vorraum, wenn man hineintritt, fallen die antiken Säulen auf mit ihren wunderschön gearbeiteten Kapitellen, aber auch der Blutbrunnen der heiligen Ursula, ein spätmittelalterliches Kreuz und ein barocker Andreas sind dort zu sehen. Tritt man in die Kirche selbst ein, erkennt man sofort, es ist eine dreischiffige Pfeilerbasilika. In so ziemlich allen Seitenkapellen gibt es noch Fresken zu sehen. So ein gewaltiger Christophorus, der vom Boden bis zur Decke reicht, ein Georg als Drachentöter, ein Schrein gemalt über einem Seitenaltar und vieles mehr. Es lohnt sich, diese Dinge zu betrachten. Ganz unbemerkt sind häufig die kleinen Fresken, die es auch noch in der Krypta gibt. Was gibt es in der Kirche sonst noch zu sehen? Unter anderem drei Altäre. Einer stammt vom Kölner Maler Bartel Breun, einer aus der ehemaligen Dominikanerkirche. Alle diese drei Altäre stammen aus dem Mittelalter. Man kann Reliquienbüsten sehen, unter anderem des heiligen Judas Thaddäus und den Schrein der Machabäer. Ebenso kann man das Epitaph des ehemaligen Kanonikers Hartger Hennot sehen, dessen Schwester ist auf dem Scheiterhaufen gelandet, als sie den Kampf um das Reichspostmeisteramt gegen die Turn und Taxis verloren hat. Selbstverständlich im Eingang zum Altarum das mittelalterliche Triumphkreuz, wie auch eine gotische Pietà und eine wunderschöne Gottesmutter am Eingang zum Altarbereich. Leider ganz schlecht zu sehen ist das mittelalterliche Chorgestühl. Einigermaßen sehen kann man dafür aber das aus dem Mittelalter stammende Sakramentenhäuschen. Nicht jedermanns Sache, aber trotzdem sehr interessant sind auch die drei modernen Kirchenfenster, die sich auf der linken Seite in den Seitenkapellen befinden. Sehr interessant ist auch die Krypta der Kirche. Während sich im vorderen, einem sehr dunklen Teil, ein mittelalterliches Altarbild und eine mittelalterliche Pietà befinden, befindet sich im hinteren Teil ein römischer Steinsarkophag, der die Gebeine des heiligen Albertus Magnus enthält. Eine Tafel verweist darauf, dass Papst Johannes Paul II. Hier im Jahre 1980 vor dem Heiligen gebetet hat. Wie ihr seht, lohnt es sich, diese Kirche zu besichtigen. Schlendert einmal umher, schaut in jene und in welche Ecke. Ich garantiere euch, es gibt noch viel mehr zu sehen, wie nur das, von dem ich gerade erzählt habe.